Leute, was geht? Und dann herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Stil or No Stil. Die letzte Folge lief ja überhaupt nicht gut, war wahrscheinlich die schlechteste Folge Stil or No Stil ever. Wir haben ein paar Downgrades bekommen, aber heute ist es die Aufgabe, das Team wieder zu verbessern. Bevor wir reinstarten, gibt es erstmal noch ein Dankeschön an Garena, die dieses Video hier sponsoren. Deren Spiel Free Fire könnt ihr kostenlos über den Link in der Videobeschreibung downloaden. Diese Kooperation, da das Spiel Free Fire momentan eine Zusammenarbeit mit Cristiano Ronaldo hat und passend dazu gibt es ein richtig großes Event. Das Event geht vom 13.12. bis zum 26.12. Ihr seht schon in meinem Gameplay im Hintergrund, dass ich mit dem Cristiano Ronaldo Skin zocke. Das ist einfach übertrieben nice und bei dem Event gibt es Features, die nur für kurze Zeit verfügbar sind, neue Game-Modis, exklusive Rewards und vieles mehr. Download euch das Spiel jetzt gerne for free, solange das Event noch läuft und erst recht am 19.12. solltet ihr das Game zocken, denn da wird einfach so viel gratis verlost. Nochmal zusammenfassend für alle, die Free Fire nicht kennen, es ist ein cooles und spaßiges Battle Royale Spiel, das man immer und überall auf jedem Mobile Device zocken kann. Es läuft sehr schnell und flüssig und man lernt es extrem schnell. Nachdem ich einige Runden gespielt habe, konnte ich auch schon meinen ersten Sieg einfahren. Ein Match kann in gerade mal 10 Minuten zu Ende gespielt werden, das heißt, selbst wenn man nicht so viel Zeit hat, kann man auf entspannt eine Runde zocken. Und wer sich das Spiel kostenlos downloaden möchte, der kann das gerne jetzt über den Link in der Videobeschreibung machen. So viel dazu. Ich denke, wir sind ready für Stil or No Stil und wir können direkt rein starten. Ihr seht im Hintergrund unser Team, wir haben zwei Icons, eine Flashback-Karte, eine Inform-Karte, wir haben ein richtig geiles Team, wir haben eine einzige Bronze-Karte nur noch, Embo, der schon eine absolute Legende hier bei uns geworden ist, das muss man einfach so sagen, der auch in der Weekend League inzwischen ran durfte und dort auch schon Tor gemacht hat. Ja, das ist das Team. Wir suchen Gegner Nummer 1 raus. Wenn ihr die Serie feiert, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wäre fresher Support. Ab geht's. Der erste Gegner für heute ist am Start und er hat ein komplettes Premier League Team. Sieht jetzt auch nicht so mega stark aus. Also eigentlich das perfekte Team, um wieder eine Siegesserie zu starten. Wenn wir das hinbekommen, dann kriegen wir einen richtig soliden Mann fürs Mittelfeld, nämlich Fabinho. Und wir hoffen es nicht, aber es kann natürlich auch sein, dass wir verlieren. Und dann kriegen wir Calvert für den Sturm. Ihr seht es so, irgendwas wird dir die ganze Zeit mit der Latenz angezeigt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Seit dem letzten Patch gibt es das, glaube ich, erst, dass oben die ganze Zeit, ja, zwischendurch, so wie hier irgendwas Gelbes, irgendwas Rotes angezeigt wird. Was ist das? Ich glaube, das zeigt an, wie die Connection zum Gegner ist, oder was? Also dann ist auf jeden Fall hier die Latenz in dieser Begegnung nicht so gut, aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Die Balla gibt den durch auf Cristiano Ronaldo und wir führen schon mal. Embo, die Maschine, die Balla. Boah, der Gegner rechnet mit dem Pass auf Embo. Eigentlich wollte ich den spielen, aber dadurch, dass der Gegner damit gerechnet hat, hat er mir das versaut. Die Balla. Ah, hab mir nicht getraut, den oben zu schicken. Ich wusste nicht, ob Embo diesen Pass hinbekommt. Embo. Und er trifft mal wieder, wie immer. Chance für den Gegner. Und wir kommen reingegrätscht. Ey, wir kommen nochmal reingegrätscht. Ja, ja, danke, wir haben den Ball. Ja, sieht nach einer relativ eindeutigen Partie aus. Die Balla. Die Balla gibt den nochmal auf Embo. Embo. Oh. Warum gebe ich den auf Embo? Ich hätte einfach Ronaldo schicken können. Wäre definitiv die schlauere Sache gewesen. Alessandrini. Stark. Einfach rauf. Einfach rauf. Nein. Er hat nicht gegrätscht. Ich habe Grätsche gedrückt. Hätte er gegrätscht, hätte er den Gegner umgehauen und den Ball geholt. Das war jetzt kein starker Lupfer. Komm, den Lupfer wollte er gerade so machen wie wir vorhin. Vielleicht zeigen wir ihm nochmal, wie das geht. Mit Embo. Sauberer Körper. Das ist... Also, ja... Embo, so wie wir ihn kennen. Letzten Sekunden der Halbzeit. Ronaldo. 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 Warum steht da einer auf der Linie? Wie frech ist das denn? Okay, dieser Fallbezieherversuch. Der war frech. Der war auch sinnlos. Egal. Ah. Gegner hat die Balle reingebracht. Hä? Okay, was sein Dybala kann, das kann unser Dybala schon lange. Wobei, hier sind wir ein bisschen sehr weit außen, leider. Cristiano Ronaldo. Oh, Ronaldo. Okay, das war sehr einfach und am Ende sogar ein Rabona-Tor einfach. Das Tor war absolut fresh. Kurz ein bisschen den Ball hochgehalten. Das ist sowieso relativ OP und schwer zu verteidigen. Und dann, ihr seht es hier, Rabona in den Winkel. Was ist das denn für ein Fehler? Embo. Embo.
Wir wollen nicht so ein leichtes Tor haben. Wir haben es uns selbst ein bisschen kompliziert gemacht. Ich weiß auch nicht, wie er da verteidigt. Der macht richtig Quatsch, aber... Ja, nehmen wir mit das Geschenk. Und boom, mit dem Hattrick. Nice. Nice, 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 nice. Zack. Zack. Oh mein Gott, wohin, Keeper? Zack. Rein damit. Embo. Mit dem Knie. Boah, was ein Ding. Haji. Gib den nochmal auf Embo, weil der hat sich das verdient. Direkt einen Eckball mal probieren. Einfach mal machen. Uiuiui. Ah, er konnte nochmal. Darauf hat der Gegner noch Bock, ne? In der Verteidigung die Spieler richtig zu steuern. Gar keinen Bock. Aber anzugreifen, sehr viel Bock. Ich wünsche mir den Keeper raus für die Flanke. Der liegt fast direkt ins Tor. Embo. Ah, der ist nicht im Abseits oben, glaube ich. Ist auf jeden Fall sehr knapp. Sterling. Sterling. Was ist das denn? Oh ja, what? Drehkick einfach. Und das müsste es gewesen sein. Die letzten Sekunden laufen. Kommen wir schnell nach vorne gehen. Kriegen wir noch diesen Angriff oder auch nicht? GG. Ja, entspanntes Game. Muss man einfach so sagen. Eine Ikone geht und wird durch eine Goldspieler ersetzt. Das ist trotzdem ein Upgrade, weil er 2 Punkte mehr hat und auch ziemlich gut reinpasst. Also, Fabinho ist jetzt unser Abräumer im zentralen Mittelfeld. Neben Cristiano Ronaldo passt er sowieso besser hin. So haben wir einen defensiven und einen offensiven. Und es geht weiter ins nächste Spiel, um neue Upgrades zu bekommen. So, der nächste Gegner kommt. Der fühlt auf jeden Fall Champions League-Karten. Die gönnt sich ja eigentlich niemand. Er hat sich auf jeden Fall den ein oder anderen Spieler in der Champions League-Version gegönnt. Der beste Spieler im Team des Gegners, der uns noch ein Upgrade geben würde, ist aber keine Champions League-Karte. Das ist der ganz normale Semedo. Und der schlechteste Spieler in der gegnerischen Elf ist Martins. Oh, direkt mal eine riesen Konterchance. Der benutzt den Player-Lock. Der Gegner hat Bock scheinbar, der geht hinter uns lang. Nee, hat er angetäuscht. Hat er auch richtig gut gemacht. Boah, unser Keeper auf Fliegenfängerbasis. Was war das? Die partiert er auf jeden Fall besser starten können. Fabinho gibt den auf Dybala. Er gibt den auf Fabinho. Und wir haben Cristiano Ronaldo am Ball. Rein in die Mitte. Oh, schade, Embo. Oh, sein Stürmer. Ah, soll ich den Pass zustellen? Ach du Kacke, wie gut kommt der? Ey, Torwartmann, was haben wir da hinten im Kasten? Ah, die Mitspieler rennen nicht mit. Schade. Embo muss es machen, oder was? Nee, Fabinho, der kann genauso schwer schießen. Embo. 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 Also die Lupfer mit Embo kommen echt großartig. Aber es gibt einfach Situationen, in denen kann man nicht lupfen. Und dann vergibt Embo auch in den meisten Fällen. Ronaldo. Ronaldo. Und der macht ihn. Ja, lang geht's nicht mehr in der ersten Halbzeit. Wenn wir hier mit einer Führung in die Halbzeit gehen wollen, dann muss jetzt was passieren. Ronaldo. Da ist Platz. Da ist die Baller, da ist die Drehung, da wird nochmal angetäuscht. Die Baller, das war fast zu viel, ey, was habe ich hier getan? Aber ich wollte dann nicht mit rechts schießen, weil ich dachte, der kann das nicht. Und nicht durchlassen durchs Mittelfeld, dann können wir direkt einen Gegenangriff starten. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Aber ein bisschen raus. Boah, stark gemacht. Ecke. Ah, Ecken sind kritisch. Ecken sind immer kritisch. Gut, komm schon, komm schon. Okay, ein schlechtes Tackling und schon haben wir komplett viel Platz. Player Lock. Und jetzt wechseln wir auf den da ganz hinten und dann ist der Ball drin. Die ganze Zeit abgelenkt mit einem Boden, dann war Sterling frei. Und das gibt den Rage Quit. Der Gegner geht raus aus der Partie. Entspannt. So gibt es definitiv den Winners Prize für uns. So, nach diesem Sieg ist Embo der letzte verbleibende nicht so starke Spieler. Alle anderen sind jetzt mindestens Gold Rares, wenn nicht sogar Special Cards. Ich finde es so komisch, dass wir irgendwie nie um eine Stürmerkarte spielen. Aber ich denke, demnächst muss das einfach irgendwann mal passieren. Alles andere wäre unrealistisch, aber solange genießen wir auf jeden Fall noch die restliche Zeit, die wir mit Embo haben. Wir haben den letzten Gegner für heute gefunden und der hat den ein oder anderen nice Spieler in seiner Mannschaft. Da sind Top-Spieler mit am Start, dementsprechend gibt es auch einen Top-Spieler, wenn wir gewinnen. Und zwar einen Spieler mit einem 90er Rating und das ist Mané. Und der Loser's Prize ist der Innenverteidiger Ake. Boah, der war richtig stark gepasst aus der Drehung einfach von Embo, Ronaldo, Dybala. Dybala. Nochmal nach unten. Oh. Oh, Embo. Gib den ab auf Dybala. Embo, was passiert hier?
ein Pass schlechter gespielt als der andere, ein Schuss schlimmer als der andere. Das fühlt sich bisher sehr, sehr komisch an. Boah, fehlt nur, dass der jetzt hier direkt in Führung geht. Ach du Kacke, ich stehe Keeper. Nein. Haut den rein mit Kraft. Embo muss den abtropfen lassen. Einer muss überlaufen. Ronaldo, das hättest du sein können, der einfach nach vorne rennt und dann die Riesenchance hat. Embo. Nein, das dauert alles zu lange. Ja, war es kein Foul? Kommt immerhin immer rausgestürmt mit einem hinten. Das ist ganz gut. So entstehen Lücken. Fabinho. Was ein Pass von ihm. Die Baller, diesmal machst du den hoffentlich. Geht in die Mitte. Schön gesehen. Nochmal raus. Die Baller. Mit rechts diesmal. Ach komm, wir probieren es einfach. Oha, hätte ich nicht gedacht. Die Baller. Die Baller. Die Baller. Die Baller. Oh, man kann es probieren. Mit den Step-Overn. Macht er gut. Ronaldo. Den auf Embo, der muss nochmal zurück auf Ronaldo. Ja, komm, gib den raus auf Sterling. Ah, Probleme bei der Ballverarbeitung. Hä? Oh, hör doch auf! Ich dachte, der rennt einfach blind in unsere Grätsche. Da hat euch nicht gerechnet. Hey, viele Leute Lupfer einfach nicht können. Das ist echt ein Wunder. Tricks und sowas kann er. Einen einfachen Lupfer mit ein bisschen Kraft nicht. Embo. Embo. Ey, Frechheit! Ja, rote Karte, immerhin. Ich war mir unsicher, weil die FIFA-Schiris ja bei sowas ein bisschen inkonsequent sind. Und wenn er jetzt auch noch reinfliegt, dann ist alles in Ordnung. Die Baller. Hat gar nicht gelohnt, uns umzutreten. Alessandrini, sauber. Sehr gut, da rennt einer. Embo. Nein. Oh mein Gott! Sit down! Was hat der gemacht? Und das war einer drüber für den Gegner. Was war das für ein Tor von Embo? Also er hat schon schöne Treffer für uns gemacht, viele Treffer für uns gemacht, aber das war gerade die Höhe. Das war echt Icon-Niveau. Heftig, 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 heftig. Oh mein Gott, der perfekteste Flick aller Zeiten. Das war zum Glück wieder eine saubere Leistung dieser Folge von uns und von unserem Team. Mané kommt in unsere Mannschaft, passt wunderbar zu Fabinho. Und wenn ich dieses Team so sehe, also so langsam kann man der Embo eigentlich nicht mehr wegdenken, aber wir werden, das kann ich definitiv sagen, keine Special-Regel oder so erfinden, dass Embo bis zum Ende der Serie bleibt, das nicht. Wenn er irgendwann gehen muss, wenn es einen Winners Prize gibt, der ihn upgradet, dann wird er auch gehen, dann kommt er zwar auf unsere Bank, aber dann kommt er raus aus der Startelf. Also wäre zwar irgendwie auch lustig, aber nee, das ist hier keine Embo-Serie, das ist ganz normal Steal or No Steal. Aber solange er noch da ist, können wir ihn auf jeden Fall genießen. So, Outro. Und das war's noch schon seit von dieser Episode Steal or No. Und das war's noch schon seit von dieser Episode Steal or No. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, das Spiel, was ich euch vorhin vorgestellt habe, Free Fire, ist echt ein chilliges Game. Könnt ihr abchecken. Download-Link ist in der Videobeschreibung. Die haben momentan eine Kooperation mit Cristiano Ronaldo. Wie heftig ist das denn? Und ja, ich bin raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.